Das Wort Polyneuropathie kann als Erkrankung von mehreren Nerven übersetzt werden. Meistens gibt es ein taubes Gefühl, vor allem in den Füßen und den Beinen, manchmal auch ein Einschießen und gelegentlich als Folge der gestörten Innervation auch Muskelschwäche und eine geringere Belastbarkeit. Die Erkrankung kann die Beine betreffen, aber auch die Arme. In vielen Fällen kann man eine Neuropathie auf keine bestimmte Ursache zurückführen. Man weiß aber, dass bei Diabetes oder bei Stoffwechselleiden, bei bestimmten Autoimmunerkrankungen, vor allem aber bei der Zufuhr von Giftstoffen wie Alkohol, Chemotherapie und gewissen Tabletten, dass hierbei auch eine Polyneuropathie entstehen kann. Wir haben hierzu in der Deutschen Gesellschaft für chinesische Medizin eine Reihe interessanter, international veröffentlichter wissenschaftlicher Studien durchgeführt. Daher wissen wir, dass auch wenn keine Ursache für die Polyneuropathie in der westlichen Medizin gefunden werden konnte, eine Behandlung in 76% der Fälle erfolgreich war. Das gilt für die Schmerzen ebenso wie für die Taubheit und auch für die muskuläre Schwäche. Ein Versuch, Polyneuropathie mit Akupunktur, aber vor allem auch mit den Kräutern zu behandeln, ist deshalb unbedingt als sinnvoll anzusehen. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die westliche Medizin selten etwas an der Form der Ausprägung und der Ursache der Polyneuropathie ändern kann. Selbst wenn formal ein Diabetes vorliegt, macht eine gute Diabeteseinstellung eben noch nicht leicht die Polyneuropathie quasi weg. Polyneuropathie kann sich auch bei der Organsteuerung zeigen. Hier ist es wichtig, vor allem auch die vegetativen, also die unwillentlichen Nervenmechanismen zu untersuchen. Eine Messung der Herzfrequenzvariabilität bietet sich ja an. Wenn Sie zu dieser im Prinzip erfolgversprechenden Indikation der chinesischen Medizin eine Frage haben, lohnt es sich, beim Büro der Deutschen Gesellschaft für traditionelle chinesische Medizin in Heidelberg einmal anzurufen. Vielleicht gibt es auch einen Selbsthilfekreis in Ihrer Nähe. Wir würden uns freuen, wenn wir Ihnen da weiterhelfen können. Haben Sie vielen Dank vorab für Ihr Interesse.